Und ich möchte darüber sprechen mit Thürings Innenminister Georg Mayer von der SPD. Ist mir nun zugeschaltet. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hallo, schönen guten Tag. Wie viel Sorge bereitet Ihnen das Ergebnis von gestern? Man muss das schon ernst nehmen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde ein Mitglied einer rechtsextremen Partei in ein exekutives Amt gewählt. Das ist nichts, wo man jetzt sofort zur Tagesordnung übergehen kann, sondern man muss sich jetzt sehr genau angucken, was waren die Ursachen und was können wir ändern von Seiten der demokratischen Parteien, um weitere Wahlerfolge der AfD zu verhindern. Wenn man jetzt also darauf schaut, was man tun kann, ist oft Berlin jetzt der Schuldtragende, die Ampelregierung hier. Aber tatsächlich, wie viel Verantwortung muss auch die Landesregierung in Thüringen jetzt übernehmen? Wir tragen auch Verantwortung. Das ist doch vollkommen klar. Wir haben in Thüringen sehr komplizierte politische Verhältnisse. Es gibt eine Minderheitsregierung, die aber keinen verlässlichen Partner, Duldungspartner hat. Und insofern kommt bei den Menschen an, dass Demokratie in Thüringen nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren müsste. Dass also die Herausforderungen des Landes, und das sind große Herausforderungen, auch von Seiten der Landesregierung so abgearbeitet werden können, wie die Menschen das erwarten. Das ist das, was wir auf Seiten der Landesregierung machen müssen oder beziehungsweise auf Landesebene. Ich habe deshalb eingeladen, alle Landesvorsitzenden der demokratischen Parteien zu einem Gespräch, zu einem runden Tisch, um aus dieser Sackgasse rauszukommen. Dazu braucht es aber jetzt, dass die Demokraten hier zusammenhalten und sich gemeinsam auf den Weg machen, die Herausforderungen des Landes, wie gesagt, anzugehen und die Probleme abzuarbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Bundesebene, die darf man hier nicht ausblenden. Das spielt natürlich eine Rolle. Das hat die Menschen dort auch beschäftigt. Wenn wir auf diesen Zusammenhalt einmal blicken, wir haben es gerade im Beitrag gehört, die AfD plant natürlich jetzt mit weiteren Schritten, mit einem Erdbeben allein in Thüringen. Wenn wir auf den Wahlkampf, der jetzt vor den Landtagswahlen ja startet, schauen, wie gut kann das mit dem Zusammenhalt klappen? Weil am Ende kämpft ja dann doch wieder jede Partei in Thüringen für sich. Das ist auch gut so. Das ist das Wesen der Demokratie, dass im Wahlkampf auch jeder auf sich aufmerksam macht und die Stärken herausarbeitet. Aber wir sind noch nicht so weit. Jetzt geht es zum Beispiel darum, in Thüringen auch den Landeshaushalt für das nächste Jahr zügig zu verabschieden. Und da kann jede Partei Akzente setzen. So sollte es im Grunde auch sein. Und deswegen lade ich alle Parteien ein, auch über die Regierung hinaus, diese Gespräche zu suchen. Das haben wir schon getan vor 2 Jahren, als die Landtagswahlen, die ja versprochen waren, Neuwahlen nach dem Kemmerich-Desaster, die haben nicht stattgefunden. Das hat man den Menschen versprochen und das ist natürlich ein Problem. Jetzt können wir so nicht mehr weitermachen. Wir müssen jetzt auf Landesebene schauen, dass die Menschen merken, diese Demokratie funktioniert. Sie kann auch mit schwierigen Verhältnissen. Eine Minderheitsregierung ist eine Herausforderung. Kann die Demokratie auch funktionieren? Und im Wahlkampf macht jeder wieder seins. Das muss so sein. Aber vorher ist noch Zeit, wie soll ich sagen, das Problem, was jetzt entstanden ist, auch gut anzugehen. Als Innenminister haben Sie natürlich auch einen direkten Einblick darin, was in Thüringen aktuell bei den Menschen vorgeht. Und wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass es eine Protestwahl ist, aber die Zahlen, sie steigen. Gibt es doch immer mehr radikale Menschen, radikale Wähler in Thüringen? Ist das ein Problem, das direkter besprochen und dann auch angegangen werden muss? Schauen Sie, die Menschen hier in Thüringen, die unterscheiden sich jetzt nicht groß von anderen jetzt auch in Deutschland generell. Es sind die Krisen, was den Menschen zu schaffen macht. Das sind Ängste verknüpft. Vielleicht im Osten noch stärker ausgeprägt, weil natürlich hier auch noch Erfahrungen aus der Vergangenheit, aus der Wende- und Nachwendezeit eine Rolle spielen. Das hat die AfD sehr geschickt instrumentalisiert, hat den Menschen noch mehr Angst eingejagt. Und jetzt macht sie einen Wahlkampf, und das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, in einem Landkreis und verspricht den Leuten auf ihren Wahlplakaten, wir schaffen den Euro ab, wir machen die Grenzen zu. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Herr Sesselmann das einlösen möchte, was er da plakatiert hat. Und es wäre ja auch für die Menschen und für die Wirtschaft in Sonneberg eine Katastrophe. Das sind Unternehmen, die sind international vernetzt. Wir brauchen natürlich auch internationale Fachkräfte. Wir brauchen den Euro. Man sieht, dass die AfD ja im Grunde eines kann, Ängste einjagen. Aber was sie nicht kann, Lösungen aufzeigen. Und das ist das Problem. Das muss man jetzt noch mal deutlich machen.
Die Themen, die Sie gerade angesprochen haben, alles Bundesthemen, die ja doch eigentlich gar nicht im Einflussbereich eines Landrats liegen. Was sind seine Aufgaben? Wie viel Einfluss hat er tatsächlich auf die Themen, die viele besorgen, aber eben viele Menschen in Thüringen anscheinend auch wirklich beschäftigen? Der Einfluss eines Landrats ist jetzt nicht so groß. Im Grunde ist er in vielen Politikbereichen ausführendes Organ. Zum Beispiel im Bereich der Migrationspolitik oder im Bereich der erneuerbaren Energien. Das ist der sogenannte übertragene Wirkungskreis. Dort muss der Landrat dafür Sorge tragen, dass die Dinge umgesetzt werden. Wenn das nicht geschieht, dann kann das auch für ihn Folgen haben. Aber was er natürlich machen kann, er kann Prozesse verlangsamen, er kann Sand ins Getriebe streuen. Und das ist ja genau die Strategie auch der AfD. Die AfD will die Demokratie von innen aushöhlen und zerstören. Und das ist natürlich für sie jetzt eine gelungene weitere Möglichkeit, auch hier so in dieser Art und Weise tätig zu werden. Und insofern müssen wir das sehr, sehr eng beobachten. Auch die Dienstaufsicht, die Rechtsaufsicht des Landes wird da sehr genau hinschauen, was Herr Sesselmann jetzt so alles macht. Also wir dürfen nicht direkt einfach zur Tagesordnung zurückkehren. Große Aufgaben für die Parteien in Deutschland, sagt Georg Meyer, der Innenminister von Thüringen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne.